Shalom, ihr Lieben. Halleluja. Gelobt sei Jesus der Christus in alle Ewigkeit. Amen. Ja, wie ihr seht, geht es in diesem Video mal wieder um Dr. Roger Libby und einen seiner Nachfolger, nämlich dem Memra TV Abdul. Und in den letzten drei Videos ist ja ans Licht gekommen für einen jeden, der das aufrichtig anhand der Schrift prüft, dass dieser vermeintliche und selbsternannte Bibellehrer Schriftstellen aus dem Kontext reißt, um die Irrlehre des Dispensationalismus zu begründen. Besonders eindringlich war für mich, weil ich halt auch kindlichen, einfältigen Glauben habe, wie er die Stelle aus Johannes 17 missbraucht, wo drinne steht, dass der Herr die Seinen ja bewahren wird vor dem Bösen. Das aber nur ein Halbsatz ist und er den Anfangshalbsatz einfach weglässt, wo nämlich unser Herr Jesus Christus den Vater darum bittet, die Jünger nicht aus der Welt zu nehmen, sondern sie in dem Bösen zu bewahren, vor dem Bösen zu bewahren, aber sie eben davor nicht aus der Welt hinwegnimmt. Das war für mich so offensichtlich, wie dieser Mann die Schrift missbraucht und zu seiner eigenen, und nicht nur zu seiner eigenen, Verdammnis verdreht. Und das sei hier auch nochmals gesagt, wir werden da nicht müde, wir haben nicht gegen diesen Mann, sondern für ihn, nämlich den Ausweg, die Buße, die Umkehr, die Gotteskindschaft, indem er nämlich das alles, was er verbreitet und womit er sich auch schuldig macht an Millionen von Zuhörern, dass er diese Lehre verwirft, Buße tut und vom Neuen geboren wird. In diesem Video geht es darum, dass Memra TV sich mit diesem Herrn Dr. Roger Libby darüber austauscht, was Selbstverleugnung zu bedeuten hat. Und da war ich natürlich sehr gespannt. Dieses Video soll hier auch nicht allzu sehr ausarten. Ich habe es dem Herrn anbefohlen und wir werden mal sehen, was er dazu schenkt. Ich habe diesen Video-Zusammenschnitt im Hintergrund, den ihr hier auch schon mal seht, zusammengeschnitten und werde dann darauf eingehen, auf die Aussagen, die dort getroffen werden. Denn gerade bei dem Punkt der Selbstverleugnung trifft der Herr Kernaussagen, die ja seinen Ratschluss ausmachen, nämlich die Gotteskindschaft. Dass es, so wie die beiden Männer hier auch aussprechen werden, nun nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Das also nicht mehr nach meinem Willen geht, nach meinem Leben, nach meinem Willen, nach meinem Reich, nach meinem Namen gehen soll, sondern dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Das ist Selbstverleugnung, so wie der Herr das ja auch im Garten Gethsemane, als ihm bange war und er Blut und Wasser geschwitzt hat, zu seinem Vater betet: Herr, wenn es möglich wäre, Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist das Prinzip der Selbstverleugnung. Und daraufhin die beiden Männer in diesem Video, was Memra TV vor kurzem hochgeladen hat, ein. Doch auch hier wird wieder offensichtlich, wie in den letzten drei Videos, dass es an den Kernaussagen vorbei verkündigt wird, dass nicht darauf eingegangen wird, was dies wirklich beinhaltet. Und hier ist es sehr grob und offensichtlich. Und ich hoffe für einen jeden von euch, dass ihr das anhand der Schrift prüfen möget. Denn es geht nicht um Rechthaberei, es geht nicht um Debatten und Diskussionen, sondern es geht um euer Seelenheil. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr das anhand der Schrift prüfen werdet. So, ich werde den ersten Abschnitt einfach mal abspielen und dann danach drauf eingehen. Halleluja. Wir haben von Adam geerbt eine sündige Natur. Die wird im Römerbrief ab Kapitel 5, Vers 12 genannt, die Sünde. Diese böse Natur kann und will nichts anderes als Sünden zu produzieren. Darum heißt sie die Sünde. Aber auch im
Römerbrief, ebenso im Galaterbrief, wird diese Natur genannt das Fleisch. Mhm. Halleluja. Kurz und knapp zusammengebracht von Herrn Dr. Roger Libby, was viele ja nicht mehr verkündigen, sondern in der Verkündigung in den meisten evangelikalen Kreisen geht es überhaupt nicht mehr um die Sünde, also um die gottlose, von Gott abgefallene und rebellierende Natur des Menschen, die ihren Ursprung im Teufel hat, der vor dieser Schöpfung bereits gefallen ist, durch seinen Hochmut, weil er sich auf den Thron Gottes setzen wollte. Da hat die Sünde ihren Ursprung und ist seit dem Sündenfall in des Menschen Herzen eingezogen, ins Fleisch gekommen. Seitdem ist der Mensch unter die Sünde verkauft. Seitdem ist Adam im Übrigen verflucht und auch diese Schöpfung ist verflucht, denn sie ist gefallen. Und der Herr möchte sich aber Neues schaffen. Neuen Himmel, neue Erde, eine neue Schöpfung. Und dazu, um da Zugang zu haben, sagt er, der Herr zu Nikodemus in Johannes 3, muss der Mensch vom Neuen geboren werden, eine neue Kreatur. Aber geht halt nicht einfach so. Und deswegen ist es so schön, dass Herr Dr. Roger Libby hier es endlich mal ausspricht. Es geht um Adams Natur, die Bibel die Sünde nennt und auch das Fleisch. Denn fleischig gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott. Hier spricht er es aus. Und es gibt so ein schönes Bild in der Bibel, was das deutlich macht. Das haben wir in vielen Gesprächen, wo es denn auch um Taufe geht. Und das wird es hier auch wieder gehen. Ist das Bild vom faulen Baum und vom guten Baum. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Und ein fauler Baum bringt faule Früchte. Geht es denn bei diesem faulen Baum nun darum, die faulen Früchte abzunehmen, abzupflücken? Wird der Baum dadurch gesund? Wird er dadurch ein guter Baum? Selbstverständlich nicht. Und ich glaube, Johannes der Täufer hat ausgesprochen, ich werde im Nachhinein auch wieder Bibelstellen einblenden zum Nachprüfen. Ich glaube, es war Johannes der Täufer, der gesagt hat, es ist die Axt dem Baum schon an die Wurzel gelegt. Und genau darum geht es. Es geht nicht darum, aus dem faulen Baum einen besseren Baum zu machen, indem man die faulen Früchte abnimmt, sondern die Natur des Baumes ist faul. Der Ursprung liegt an der Wurzel und deswegen bringt dieser faule Baum auch faule Früchte zum Vorschein. Der Galaterbrief sagt dazu die Werke oder die Früchte des Fleisches. Habsucht, Hader, Zwietracht, Zank, Mord, Ehebruch, all diese Dinge, die ja aus des Menschenherzen kommen. Es geht ja nicht um die Tat an sich, sondern um das bösartige Herz, in dem die Sünde wohnt. Und aufgrund dessen diese Früchte zum Vorschein bringt. Es muss also dem Übel an die Wurzel gepackt werden. Das ist das, was Johannes der Täufer damit ausspricht. Du musst ein neuer Baum werden. Es nützt also nicht, sich um die Früchte zu kümmern. Und das ist, was der Herr getan hat, was Johannes der Täufer auch ausspricht. Siehe das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünde der Welt. Dass nämlich Gott selbst in der Gestalt eines Menschen, Adams, in sein Eigentum kam und für uns zum Fluch, für uns zur Sünde wurde. Nicht um Adam zu retten, um ihn zu verbessern, um ihn zu heiligen, um ihn wiederherzustellen, sondern um ihn ans Kreuz zu nageln. Denn alles, was am Holz hängt, sei verflucht. Es geht also darum, dass der Mensch, der von Natur an den Teufel zum Vater hat und deshalb ein fauler Baum ist und deshalb faule Früchte zum Vorschein bringt, sterben muss, damit er ein neuer Baum wird. Darum geht's. Und deswegen habe ich mich schon sehr gefreut über diese kurze und knappe Zusammenfassung des Herrn Dr. Roger Libbys. Und nun hören wir mal weiter, welchen Lösungsansatz er dann dazu hat.
Ich spiele weiter ab. In Römer 6 wird uns erklärt, dass wir durch die Bekehrung mit Christus gestorben sind. Mhm. Das heißt, sein Tod wird uns zugerechnet, und zwar so, dass wir sagen können, unser altes Leben ist vorbei. Mhm. Ich bin gestorben. Ja, und es ist jetzt so, dass er hier eigentlich den Ausweg aufzeigen könnte, wenn er es denn wollte. Und er weiß es. Der Mann kennt sich ja aus in der Schrift. Nun ist es aber so, dass er hier wieder einfach darüber hinweggeht. Doch zu Abdul hat er einen wunderbaren Rat hierzu, den er aber selber nicht in Anspruch nimmt, den wir dann aber in Anspruch nehmen werden. Lasst uns mal hören, was er hierzu sagt. Wie kann man das am besten prüfen? Am besten liest man das, was die Heilige Schrift direkt sagt. Dann machen wir das, ja. Dann machen wir das. Dann nehme ich mir meine Bibel, die habe ich hier beiseite liegen. Und dann schlagen wir mal Römerbrief Kapitel 6 auf. Ob der Römerbrief Kapitel 6 in Bezug auf die Sünde von Bekehrung spricht oder ob da was anderes steht. Und die, die die Schrift kennen, wissen bereits, was dort geschrieben steht. Menschen, die die Schrift prüfen und das Wort kennen, wissen, dass der Mensch diese alte Natur nicht durch Bekehrung los wird. Und zwar steht da im Römerbrief, Kapitel 6, ich lese vor, und hier spricht er zu Geschwistern. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde, also dieser alten, adamischen, gottlosen und rebellierenden Natur, beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie wollten wir in der Sünde leben wollen, der wir abgestorben sind? Oder wisset ihr nicht, Herr Dr. Roger Libby und Memra TV, wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus hineingetauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Dieweil wir wissen, dass unser alter Mensch, Adam, samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Halleluja. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Zu einem Mal, was er überlebt, das lebt er Gott. Also auch ihr. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus, unserem Herrn. Halleluja. Und wisst ihr, was mir dazu eingefallen ist? Ist die Apostelgeschichte, wo der Kämmerer aus Äthiopien die Schriftrolle las, die er für Unmengen Geld gekauft hat. Jesaja 53, wo der Herr über das Lamm Gottes spricht, was sich abschlachten lässt, ohne den Mund aufzutun. Und er diese Schrift nicht versteht. Der Herr aber das Herz dieses Mannes sieht
und ihm jemanden beiseite stellt, der ihm diese Schrift auslegt, durch den Geist Gottes, nämlich unseren Bruder Philippus. Und nachdem dieser Mann durch die Predigt der heilsamen Lehre von dem stellvertretenden Opfer Jesu Christi durch Jesaja 53 erfahren hat, hat er erkannt, dass er derjenige ist, der dort am Kreuz hängen muss. Dass er derjenige ist, der den Tod verdient hat, der sein Fleisch richten, kreuzigen lassen muss. Denn alles, was am Holz hängt, das sei verflucht. Und was hing am Holz? Das Fleisch, Adam, durch Christus, der für uns zum Fluch wurde. Was für eine Gnade. Und als der Mann davon ergriffen worden ist, von dieser Predigt durch das Wort Gottes, hat er die rechte Konsequenz aus diesem Glauben, dem Vertrauen gegenüber den Worten Jesu gezogen. Denn er hat gesagt, halt! Da ist Wasser, was hindert es, dass du mich taufst? Markus 16, 16, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Also nicht die Bekehrung ist das Ablegen des sündlichen Fleisches, sondern die Taufe. So wie wir das hier gerade im Römerbrief Kapitel 6 eindeutig anhand der Schrift belegt haben, was nur niemand mehr von diesen religiösen, weltlich, staatlich anerkannten Predigern, Verkündigern und Evangelisten mehr verkündigt, weil dann rennen ihnen die Mitglieder weg. Und deswegen finde ich diese Übersetzung so schön, wo nämlich drinne steht, so wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Diese Pflanzung spricht der Herr auch an in Johannes Kapitel 12, Vers 24, nämlich das Weizenkorn, das in die Erde fallen muss. Warum? Damit es erstirbt. Und aus diesem Sterbeprozess, aus diesem Tode heraus, erst Auferstehungsleben entstehen kann. Auferstehung setzt den Tod voraus. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist die Pflanzung in seinen Tod hinein, indem wir unser alten Adam, das alte Fleisch, die gottlose Gesinnung mit Christus in der Taufe kreuzigen und begraben lassen. Halleluja. Und das ist auch das, was der Bruder Petrus zu Pfingsten dem Volk sagte, als er den Männern dort durchs Herz ging, als er das Evangelium vom Reiche Gottes gehört haben. Was sollen wir tun? Und Petrus antwortet ihn, tut Buße. Und ein jeglicher lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, erstens zur Vergebung der Schuld und zweitens zum Empfangen des Heiligen Geistes. Tod, Auferstehung. Durch den Glauben, dem Vertrauen des Urteils Gottes über mein altes, gottloses Wesen, lasse ich es kreuzigen und bin ein Hörer des Wortes. Weil wenn ich sage, ich glaube Jesus, stelle aber genau das in Frage, verharre ich noch in der Sünde, so wie der Bruder Paulus es hier sagt, indem ich noch weiter im Fleisch lebe. Und wenn ich das nicht in Anspruch nehme, der Kehrreim des Römer 6, wenn ich nicht getauft bin, bin ich der Sünde dieser alten Natur noch gar nicht abgestorben. Dann bin ich der alten Natur noch gar nicht abgestorben und dadurch auch der Sünde noch nicht gerechtfertigt. Ich lebe noch im Fleisch, in der Sünde und bin noch gar nicht gerechtfertigt. Egal wie oft ich sage, ich habe mich bekehrt, ich glaube Jesus ja, ich bin eine neue Kreatur. Glaube, Taufe. Weil durch die Taufe lasse ich mich kreuzigen und begraben mit Christus und stehe auf zu einem neuen Leben in ihm. Und zwar steht es auch noch im Kolosserbrief, Kapitel 2, ich glaube 14, hier. Denn in ihm, also in unserem Herrn, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid vollkommen in ihm, dazu muss ich aber erstmal in ihn gepflanzt worden sein, welcher ist das Haupt
aller Fürstentümer und Obrigkeiten, in welchen ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände, durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nämlich mit der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, in welchem ihr auch seid auferstanden durch den Glauben, den Gott wirkt, welcher ihn auferweckt hat von den Toten. Halleluja. Es geht also nicht um die Früchte, sondern um die Wurzel. Und diese Natur muss gekreuzigt und begraben werden. Und erst dann, wenn ich mit Christus gekreuzigt und begraben worden bin, gepflanzt worden bin zum gleichen Tode mit und durch ihn, durch den Glauben und die Taufe, erst dann ist die Selbstverleugnung möglich. Erst dann kann ich mich, wie im Römerbrief 6 ja auch beschrieben wird, mich für gestorben halten. Was ja der Inbegriff der Selbstverleugnung ist. Wenn ich aber nicht mit ihm im gleichen Tode gepflanzt worden bin, ja nicht gestorben bin, wie soll ich mich dann für gestorben halten? Und hier seht ihr wieder, was für ein Haken geschlagen worden ist von diesem Bibellehrer, der jetzt schon darauf eingeht. Und das Schlimme ist, er hat die Erkenntnis darüber, was Sünde ist. Und enthält den Menschen den Schlüssel, den Zugang ins Himmelreich vor, indem er ihnen ins Angesicht lügt und sagt, dass Römerbrief Kapitel 6, der Ausweg, die Bekehrung ist. Und nimmt das Wort Taufe nicht einmal in den Mund, obwohl das der Kernpunkt, die Kernaussage Römerbriefs Kapitel 6 gerade in Bezug auf die Sünde, also dem alten Adam, dem Fleisch ist und was wir damit zu tun haben, damit wir vom Neuen geboren werden können. Und da muss er auch wieder Buße tun, denn hier verdreht er wieder die Heilige Schrift. Nicht nur um seine eigenen, sondern auch um eurer Verdammnis willen. Aber auch hier könnt ihr euch nicht rausnehmen, sondern habt die Verpflichtung, die Geister zu prüfen. Also anhand der Schrift zu prüfen, ob das Gesagte, unabhängig vom Redner, der Wahrheit, der biblischen Wahrheit entspricht oder nicht. Und wenn es nicht so ist, haben wir es zu verwerfen, egal wie viel Doktortitel da dran hängen, egal wie viel Gemeindemitglieder er hat, egal wie viele Bücher er geschrieben hat, spielt keine Rolle. Es ist zu verwerfen, wenn es dem Worte Gottes widerspricht. Halleluja. Und das ist übrigens, was er dann in demselben Video auch noch ausspricht. Und damit möchte ich hiermit auch schließen, wünsche euch alle Liebe, gottesreichen Segen und prüfet die Geister, ob sie von Gott sind und geht aus solchen Vereinigungen, Brüdergemeinden, eingetragenen Vereinen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, die sich mit dieser Welt einig geworden sind, eine Jochgemeinschaft mit dir eingegangen sind, um eben diese Selbstverleugnung nicht leben zu müssen, sondern sich selbst leben können in ihr eigenem frommenen Gewerbe. In dieser Gesinnung, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Maranatha. Ja, weil die Bibel auch eben die Denkfehler im Verstand aufdeckt. Mm. Ja, denn der Verstand hat ja nicht recht in dem Moment. Und die Bibel zeigt, wie wir richtig denken können, sodass die Rechnung am Schluss korrekt ist. Amen.